Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder mit dem Servus, guten Tag. Servus. Und wir spielen heute mal den M1A1HC, den ersten richtigen Abrams, wobei der M1 Abrams ist ja auch schon richtiger, der hat die 12er, dann kommt aber wieder der IPM, IPM One heißt der, ne? Mhm. Der hat dann wieder die 10,5er und dann kommt der HC, der hat dann wieder die 12 Zentimeter Kanone. Keine Ahnung, aber ist so. Was gibt es zu dem zu sagen? Das HC, also der hat eine Geschichte so ein bisschen. Das ist, wie gesagt, das ist der erste richtige Abrams. Irgendwann Mitte der 80er haben sich die US Marines gedacht, der M60 ist jetzt langsam irgendwie nicht mehr so toll. Und wir brauchen einen neuen Panzer. Und da haben sich halt auch den Abrams ausgesucht. Allerdings hat er nicht so die Standards erfüllt, die sie halt haben wollten. Und deswegen sind ein paar Anpassungen gemacht worden. Um dann aber quasi wieder, ich sag mal, einen gemeinsamen Standard zu finden mit der US Army, wurde dann quasi hier der HC entwickelt. Also der hat noch ein paar Veränderungen bekommen. Und HC heißt Heavy Common, also Common gemeinsam quasi. Also nicht Common mit E. und ja, das ist quasi die Standardvariante so der 90er vom Abrams. Und er ist deutlich verbessert worden im Vergleich zu dem, was es vorher gab. Unter anderem in der Panzerung, ich glaube, es sind 80 mm mehr oder so. Moment, das muss ich mal kurz gucken. Nicht, dass ich was quatsch. Also genau, 480. Ich glaube, der normale Abrams hat 400. Genau, 80 mm mehr. Was dadurch zustande kommt, dass die Depleted Uranium Inserts, also quasi Einlagen aus abgereichertem Uran, verbaut haben. Aber sonst hat das Ding eigentlich nicht wirklich an was an Modifikationen bekommen. Es ist halt wieder ein Abrams. Genau. Aber wie gesagt, das ist der erste richtige, was Panzerung angeht, was Kanonen angeht. Das ist ein schöner Allrounder, aber er kann halt nichts richtig. Rechts von uns ist ein Gegner. Also, nö. Hinter, what? Ja, auch gerade erst gesehen. Loader Engine Fuel Tank, falls du schießen möchtest. Da ist noch einer, da sind zwei. LOL, wie geht denn das? Siehst du den T-Panzer da hinten? Alter! Welchen? Oh, du kämpfst gegen was ganz anderes. Okay, der ist raus. Wo ist der Gegner, den du bekämpfst? Hier. Das ist ein Chinese. ZTZ. Ich komme nicht durch, die Panzerung ist leider gut. Au, ich habe deine Optik. Hab ihn. Sehr schön. So, wir stehen sowas von offen. Das gefällt mir so gar nicht. Vor allem zwischen gefühlt allen Gegnern. Ich fahre jetzt mal kurz hier ein bisschen in die Welt. Ich fahre jetzt mal Richtung Wald. Ja, genau. So. Au, ich habe von hinten eine reingekriegt. Ich weiß aber nicht von wo. Oh, ich habe von vorne eine reingekriegt. Ich weiß aber von da. Lol. Nein, ich habe noch einen Rangefinder drin. Ganz schlechtes Timing. In dem Dorf hinter dir steht ein T-80. Bleib bloß in der Senke. Ja, vor mir steht ein T-80. Nein, ein Leo. Schön. Schön, schön. Ich komme mit der A10. Geh weg. Aber gut, der kann nicht mehr schießen. So, hab ihn. Meine Güte. Also. Wie gesagt, in der Stadt hinter dir, ne? Ja, ja, ja. Ihr seht tatsächlich die Panzerung. Lol, ist der nah gewesen. War das der gerade gestorben ist? Ja, hier stand der. Ja, genau. Ich weiß nicht, wo du pingst. Also die Panzerung hat funktioniert, wie ihr gerade gesehen habt. Die Turmpanzerung wohlgemerkt. Ja, die Wanne ist immer noch, ja, typisch halt. Genau, lasst euch bitte nicht in die Wanne schießen. Auch das Räumschild, das da verbaut wurde, bringt nichts. Das hilft ein bisschen gegen Heat und ein bisschen eventuell gegen eine Rakete. Aber verlasst euch bitte nicht drauf. Aha. Aber der ist schon cool. Scheiße, und jetzt hat es mich tatsächlich dann auch mal erwischt. Ich habe aber 3 Kills, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ja, lief gut für dich. Interessant wird dann natürlich der Sepp, da hatte ich ja schon mal ein Video drauf gemacht. Der ist dann insgesamt nochmal einfach ein bisschen mehr. Depp. Ich
gehe jetzt aber mal die andere Linie runter, die A-Linie. Aber der hier ist schon cool. Ich kann ihn empfehlen, spielt ihn frei. Ist halt ein guter Allrounder. Er hat nicht so eine gute Kanone wie ein 2A6. Er hat nicht so eine gute Panzerung wie ein BVM. Er ist nicht so schnell wie ein 2A6, glaube ich. Au! Ja, gut. Oh mein Gott! Das ist knapp! Hört sich gut an. Ja! Ihr werdet mit den Abrams halt immer irgendwo in der Mitte sein. Das ist dieses typische Ami-Ding. Irgendwo kann alles so ein bisschen. Ja. Und der wird aber doppelt so stark, wenn ihr hier dieses Victory Day Emblem da drauf klatscht von den Amis, dann wird er noch mal viel besser. Ja, weil so funktioniert das. Nö, ich finde, das passt da sehr gut zu dem. Oh, links von mir ist ein Gegner. Wenn du mich vorher siehst, dann werde ich aber garantiert. Na, scheiße! Und ich krieg natürlich währenddessen rechts was in die Seite geballert. Ist doch nicht den ihr scheiß Ernst. Nö, ist der Klaus. Die Map ist halt richtig blöd, wenn einmal sich eine Frontlinie der Stadt etabliert hat. Du kommst kaum noch dran. Muss leider auch sagen, ich finde die Map-Aufteilung auch nicht so ganz ideal. Komm mal in deine Richtung. Irgendwo bei mir ist einer. Ich weiß nur nicht wo. So nah? Ja, ja. Der muss hier irgendwo sein. Okay, ich komm mal in die Richtung und mach Lucky Lucky. Was dem HC fehlt, ist gutes Thermal. Ja. Da mag ich den Aim lieber. Weiß nicht, ob das 1 oder 2 schon ist. First Gen dürfte das sein. Ein bisschen verbessert vielleicht, aber gut, ich glaube, sowas gibt es in War Thunder gar nicht. Ah, da ist er ja. Nicht. Gleiskette. Hol ihn dir, hat geschossen. Ich habe auch schon geschossen, leider. Aber ich bin schneller als er. Wow, ich habe nochmal zu tief. Wie ungünstig. Gönn dir. Fahrer, Ladeschütze, Kühler. Oh Mann, ey. Du sollst sie nicht einzeln auseinandernehmen, du sollst ihn töten. So, meine Güte. 2A6. Ja, der hat mir Aua gemacht. Lips. Aber war wieder dieses typische in die Wanne halt. Ja. Wobei, ich glaube, der Turm hält die Kanone von dem auch nicht aus. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Also, wenn er, ja, frontal, ohne... Die kurze Distanz, weiß ich nicht. Ohne guten Winkel... Ja gut, dann hast du halt 480 mm Turmpanzerung gegen 650 mm Pen. Ja. Je nachdem, was für einen Winkel er hat, wird es eine knappe Kiste. Aber gehen tut es schon, dass man es aushält. Aber wie gesagt, es wird sehr schwer. Man sollte sich nicht drauf verlassen. Nee. So, das war ich. Okay. Das hat sich so angehört, als würde aber da eine Rakete herfliegen irgendwo. Also meine Rakete ist rechts an dir vorbeigeflogen, so, da vorne. Dann war es doch eine Rakete, ja. War nur ein Testschuss. Gut. Ich versuche jetzt mal Richtung B zu kommen, aber die Runde werden wir verlieren, weil unser Team tot ist. Ja. Wie gesagt, die Map-Aufteilung ist absoluter Murks. Sobald du hier rauskommst, wirst du wahrscheinlich überschossen. I doubt it. Nein, keine Ahnung. Wir werden wahrscheinlich gar nicht mehr ankommen. Nö. Aber gut, man muss sagen, hier so diese neuen eingebauten Sträßchen, die sind schon sehr hilfreich, um sich mal zu verstecken. Ja, die macht die Map auf jeden Fall diverser, sag ich mal. Aber sie ist halt immer noch offen wie Sau. Ach, schön. Die Helis haben gerade... ich hätte gehofft... Wobei? Nee, das wird decapped. Dann fahren wir mal... Zack, ich zu B. Wenn ich was sehe, schrei ich und scout's dir. Tu das. Ich bin direkt hinter dir. Ich bin mal gespannt, ich habe ein bisschen was an meinen Aufnahmeeinstellungen eingenommen. Das Bild müsste jetzt eigentlich deutlich besser, glaube ich, mittlerweile sein. Bin gespannt. Oh Gott! Verdammt, Bram. Was schießt du denn da? Kann der schwimmen? Was schießt du denn? Da war eine Tornado. Wasser. Ja, jetzt bin ich im Wasser. Scheiße. Keine Möglichkeit rauszufahren. Warum zum Teufel?
Lol, der hat dich noch erwischt beim Abstürzen. Ey, wie viele Bomben hat der denn für was für Riesendinger, ey? Viele, viele. Boah, da würde ich jetzt aber bedient. Schlecht. Ja gut, das fahre ich nochmal mit dem Aimbrims. Kurz zur Aare. Alter! Was denn? Ja, im Spawn wird man schon hingerichtet. Ja. Wir haben seitlich im Spawn einen BVM. Ja, ich sehe es gerade. Ja, Kollege, ich weiß jetzt aber ziemlich genau, wo du bist, deswegen wirst du jetzt gleich sehr tot sein, hoffe ich. Boah, dieses mit 10 km/h durchs Wasser fahren ist so nervig. Scheiße, ich sehe nicht, ich sehe nicht, ich sehe dich, ich sehe dich. Bloß nicht bewegen. Ich habe mich schon gedreht. Scheiße, ey, jetzt kommen sie von links. Nee, das ist der gleiche. Ja. Ja, schick. Gut, also, Oh, du bist noch im Wasser. Ja, ich komme hier nicht raus. Gott. Hä, konntest du doch nicht die Treppe da hochfahren? Nee, keine Chance mit den Rädern. Der erste Möglichkeit rauszufahren ist da vorne. Na ja, gut, ich glaube, bis dann haben sie gekippt. Ja, ich glaube es halt leider auch. Ja. Ist ja schön, dass das Ding fahren kann, aber irgendwie ist das sehr, Tja. Da wirst du nicht mehr ankommen, glaube ich. Merrily, 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 daughters. 3, 2, 1, fertig. Lol, was passiert mit den Raketen? Siehst du das? Ja, das ist, Was, ist das? Sehr schön, noch eine Runde. So, Freunde, schöne Runde mit Gegensonne. Aber das, ja, deswegen doch zu A. Ja, wir hatten es jetzt, glaube ich, zum 6. Mal darüber. Die letzte Runde war nicht so erquicklich. Die Map-Rotation ist momentan ganz gut. Wir hatten jetzt schon 6 oder 7 Runden keine Map hintereinander gleich. Und das, also jetzt auch die, und auch innerhalb von dieser, von diesen 6, 7 Runden, die wir jetzt hatten, kam keine doppelt vor. Ich könnte übrigens schon wieder kübeln, ne? Wieso? Die Gegner haben einfach die overpowerte Rotation, Fraktionszusammenwürfelung überhaupt. Ach Quatsch. Ja, sowas gibt's nicht. Deutschland, Sowjets. Und China. Und China. Okay, links von mir sind schon die ersten. Wir haben jetzt leider gerade einen Vorteil. Egal. Nehmen wir den so lang. Hilfe! Direkt bei mir. Okay. Dann also Richtung A. Oder ich glaube, der ist gerade draufgegangen. Hier sind ein paar bei mir in der Nähe. Motorgetriebe Kühler. Scheiße, rechts von mir. Ich bin auf dem so, Weg. So, einen habe ich. Warum fährst du schon wieder so weit weg? Da kann ich dir nicht helfen. Weil es geht. Zweiter. Ja, die Rundenleute, die waren eben alle wirklich, wirklich schlimm. Ich bin jeweils zweimal mit dem HC reingegangen, direkt rausgenommen worden. Deswegen, diese Fails könnt ihr eventuell demnächst als Kanalmitglied sehen, denn das bereite ich gerade alles vor. Ach komm, ey. Aber dazu gibt es ein separates Ankündigungsvideo. Ah, cool. Der kommt aus deiner Richtung. Der ist jetzt links von dir, direkt ums Eck. Ich weiß. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn auch die Spuren gesehen. Mandant, Ladeschütze, Motor. Das ist nicht das, was ich lesen will. Das ist immer noch nicht das, was ich lesen will. Der soll einfach sterben. Danke.
Ja gut, die Runde läuft jetzt für mich wieder gut, aber für dich scheiße, oder? Ja. Das ist typisch. Es kann nie für uns beide gut laufen. Das ist... Spieltechnisch ist das nicht möglich. Nein! Ich hätte es lieber nicht gesagt. So, meine Chance jetzt, dass ich eine gute Runde habe. Ah, ich hätte es lieber nicht sagen sollen. Aber gut. Der Start der Runde war okay. Dann habe ich jetzt 3. Na, immerhin. Aber das ist übrigens für mich die Spielweise dieser Map, habe ich für mich festgestellt. Auch mit Tier, mit starren TDs oder so. In die Stadt rein. Und schön nach Ohr spielen. Das funktioniert erstaunlich gut auf der Map. Hier bei rechts rum da bei A oder so. Also links kann man eh vergessen, aber rechts rum bei A bin ich auch nicht mehr so ganz überzeugt. Links rum, ja. Ich fahre jetzt zu C, by the way. Ja, yeah, das habe ich gesehen. Vielleicht können wir uns in der Mitte treffen. Ja, unser Team hat sich hier komplett aufrauchen lassen, das ist gefährlich. Ich höre den BVM, ich höre... Bei der Map hier sogar schlimmer als bei den meisten anderen, weil die Gegner sich einfach an unseren Spawn ranstellen können auf die andere Seite der Mauer. Ja. Ach stimmt. Komm! Au, shitty! Das ist jetzt ein Problem. NATO-Buckel wird mich töten. Ja, NATO-Buckel tötet mich. Fuck! Das ist leider ein Problem bei den Abrams, Leute. Wenn einer hinter euch steht, könnt ihr ihn nicht besiegen. Ja gut, der HC hat seinen Job gemacht auf der Map. Komm, ich fahr mal kurz quer. Jetzt bin ich auf der falschen Seite gespawnt. Aber warum bauen die auch so einen NATO-Buckel da rein? Das ist voll doof. Ach komm. Warum will ich mich mit dem Gegner rächen, wird er von einem Tornado weg. Vor allem, der Gegner stand seelenruhig da, als die Retarded Bombs auf ihn runtergeregnet sind. Wirklich, es sah aus, als wäre er dumm. Er hat mit seinem Leben abgeschlossen. Ja. So, wo haben wir denn mal was? Ich werde jetzt nicht zum Cap fahren. Okay, das gegnerische Team ist auf jeden Fall... bisschen müde. Das ist in Ordnung, dann komme ich vielleicht auch mal zu was. Warum fährt hier ein M22 rum? Hat der M22 eine Muni in Filler? Nee, ne? Doch, glaub schon. Scheiße. Oh, die Rakete ist für mich. Dann bleibe ich mal hier. Oh, kacke, ich hab's Haus kaputt gemacht. Ach, lol. Ja. Ich war das gar nicht so hoch von der Rakete. Kannst du weiterschießen, Kollege. Und er ist eh tot. Attacke! Hat sich auch so ein bisschen aufgelöst. Ich frage mich halt, wo die restlichen jetzt sind. Auf welcher... Ah, da ist schon mal eine Flak. Tornado hat's bewiesen. Bin ja immer noch überlegen, ob ich mich da Richtung hinforschen soll zur Tornado, aber die sind ja, glaube ich, ziemlich nicht so gut. Als Ground Striker ist es okay. Das ist halt traurig. Das Arbeitstier taugt einfach nichts. Bei den Deutschen wird es halt irgendwann echt dünn, was taugliche Anti-Air-Flieger aussieht, ne? Mhm. Also das höchste der Gefühle, was noch kommen kann, ist der Eurofighter, dann hast du es. Ja. Und währenddessen kriegen halt viele andere Nationen, so F-16 oder MiG-29, wenn nicht sogar modernere Sachen. Keine Ahnung, vielleicht hat ja irgendwann mal irgendwo bei irgendeiner internationalen Übung ein deutscher Pilot in der F-22 oder in der F-35 drin gesessen. Ja, die F-35 können wir ja bald bekommen. Ja, dauert ja aber noch eine Weile. Stimmt. Oder in irgendwas amerikanischen, ne? Hornet oder was weiß ich. Also in Deutschland waren einige stationiert, aber ich glaube, das zählt nicht.
Was ist hier los? Ich fahre schon hinter dem Gegner-Spawn rum. Es ist nichts. Das gegnerische Team existiert hier nicht mehr. Doch, ich höre doch was. Ich höre doch was. Ah, ne, das ist einer von uns. Ja, gut. Gegnerteam. Ist. Auf deiner Seite. Jupp. Aber gut, die Runde war doch in Ordnung. War schnell auf jeden Fall. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.